My Chemical Romance, MCR, Disenchanted. Yeah, nice tune. Okay, das ist so, das geht so. Dann weiter mit H-Moll. H-Moll 7. Dann G. Dann A, Sus 4. Genau, also das ist Intro-Riff. Am Anfang würde ich empfehlen, ihr macht es mal nur mit D, ja? Es spielt D, A, D, A, D, A, G, Fis, G, Fis, G, Fis, G, A, G, Fis. Nochmal so. D, A, D, A, D, A, G, Fis. Das ist einmal der erste Takt. Also D, A, D, A, D, A, G, Fis. Jetzt geht's weiter mit G, Fis, G, Fis, G, A, G, Fis. Man kann das Fis liegen lassen. Das klingt, das ist, hat ja diesen Reiz, diese Dissonanz zwischen Fis und G da. Obwohl im Original lässt das nicht liegen, weil da spielt er kurz noch das D rein. Da kann es sein, dass er so spielt. Ja, aber ich lasse es jetzt mal einfach und so. Da. Ich werde da kannst du einen Screenshot machen, mal da oben die Tabulatur aufgeschrieben. Und da, diese Basstöne werden dann jeweils statt dem D immer eingesetzt, statt dem ersten. Also dann im H, also B-Moll im Englischen, dann G statt D und dann statt A. Und dann A statt D. Und das ist eben dann der Verse. Ah, die Minister erkläre ich dann eh noch. Beim E5, genau da ist, war ich mir am Anfang nicht sicher, das ist ja E-Moll eigentlich. Klingt am Anfang noch ein bisschen. Und das B-Dur muss ich eigentlich noch, das A ist eigentlich, ja, weil das B ist falsch. Dann kommt natürlich ein A ist, weil in D gibt es keine B-Vorzeichen. Genau. Nur die meisten kennen das als B-Dur, gell? Aber eigentlich ist es A ist, in dem Fall. Aber wichtig ist, dass ihr den Akkord dann greift, bei B oder A ist. Ja? Und bei A ist diminished, ist 1, 2, 0, 0. Wobei man bei ihm nur eben den Basston da hört. Ja? Okay, ich würde sagen, ich lege nochmal los mit dem Intro, also mit dem Intro-Riff. Genau das gleiche, nur mit dem H da. Ja? Das heißt, man hat zuerst den Finger da und jetzt muss man jetzt so greifen. Jetzt kommt das G. Und jetzt das A. Genau, und beim Übergang in den Verse dann, oder in, genau, da spielt er dann. Das finde ich ganz cool, wenn man. Und dann geht's nach D. H-Moll, 2, 3, 4. Down, 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 up, down, up, down. Und zwar spielt er da das A ist diminished, also A ist E, G und Cis. Das ist einfach ein A ist vermindert. Ja. Gut. Also A-Dur und nur die mittleren vier spielen oder sogar nur den. Jetzt H-Moll und E, G
E5 oder E-Moll ist wurscht. A. Und jetzt D, D. Und das ist D-Dur. A mit Cis im Bass. Ja, ganz viel spielen es also. Die spielen nur D5. Also nur 5 und 7 auf der A- und D-Seite. Und dann 4 und 7. 5 und 7, 4 und 7. Ja, also D5, A mit Cis im Bass. Ja, und H mal. Meistens D, D, H-Moll, H-Moll. Und jetzt E-Moll. Down, 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 up, down, up, down, 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 up, A-Dur. A-Sus 4 kann man spielen. Genau. Und dann wird es wieder weitergehen in Verse. D, D, H-Moll, H-Moll, G, G, A, A. A, A ist diminished, H-Moll. Und dann geht's D. So irgendwie. Also D, 2, 3, 4, B, A ist Dur, D, A ist Dur, D, A ist, das kommt nur zweimal und dann geht's D, D und da kommt wieder das A mit Cis im Bass, also ich greife es wie das A, da. Da halt dann Cis, E, A, Cis. Und die muss ich halt dann abdämpfen, die zwei tiefen E's. Ja, also, aber natürlich kann man es auch da spielen, also D5, A mit Cis im Bass, H-Moll, A, G. Also D, D, A, Cis im Bass, H-Moll, A, G. A, E. Der spielt da glaube ich nur eine. So A, 2, 3, 4. A, H, H, Cis, Cis, D, D, E. Es klingt immer ganz gut, diese Wes Montgomery, diese Oktaven. Und dann D, D, D. Also immer nur auf der A und auf der G-Seite die Töne klingen lassen. A. Genau, that's it. Aber jetzt spiele ich nochmal ganz kurz das Intro-Riff da. Ja, dann eben mit H. Wichtig ist, dass ich einmal das D, A, D, A, D, A, G, Fis, G, Fis, G, Fis, G, A, G, Fis, ja. Beim H-Moll greift man dann im Da mit dem Mittelfinger des A. Ja, dann um G. That's it. Viel Spaß. MCR and Disenchanted. Chopper.